Das jetzige oder aktuelle Projekt ist unser Forschungsvorhaben im Rahmen von Forschungsinitiative Zukunft Bau. Und es geht um Mikroflex, haben wir heute öfters gehört. Und wir würden uns gerne einen Typenkatalog zu Umnutzung gewerblicher Bestandsgebäude in Mikroapartments beschäftigen. Demografischer Wandel und wirtschaftlicher Strukturwandel, haben wir heute oft gehört, treiben den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in die Höhe und gerade in urbanen Zentren. Und vor dem Hintergrund dieser sich verschärften Entwicklung ist die Steigerung des Bedarfs an Mikroapartments und altersgerechten Wohnens absehbar. Und Gewerbe- und Industriebauten, insbesondere Bürobauten, dagegen stehen leer, weil deren veraltete technische Ausstattung und Grundrisse nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine entsprechende Nutzung gerecht werden. Und dies trotz einer guten und innerstädtischen Lage und Anbindung an die existierende Infrastruktur. Und das Forschungsvorhaben erarbeitet einen übergreifenden Typenkatalog zur Klassifizierung des gewerblichen Leerstands und dessen Eignung zur Umwidmung in urbanes Wohnen. Und anhand der als lohnend identifizierten Typen werden dann standardisierte Lösungen für Mikrowohnen, speziell Mikrowohnen mit besonderer Berücksichtigung des altersgerechten Wohnens skizziert. Denn gerade in dieser Umnutzung liegen besondere Chancen für eine nachhaltige Quartierentwicklung bei gleichzeitiger Befriedigung eines akuten Bedarfs. Und im Zentrum dieses Vorhabens steht die Frage, wie leerstehende Bürogebäude oder andere gewerbliche Bausubstanzen für bezahlbare urbane Wohnraum umgesetzt werden könnten. Die entsprechende Umnutzung von Gewerbebauten scheitert in der Praxis meist daran, dass sich Wohnungen nur schwer in die Büroraster bestehender Bauten einschreiben lassen und die Zahl der bestehenden Treppenhäuser üblicherweise zu gering ist. Die Typologie des Mikroapartments dagegen lässt sich gut in bestehende Bürogebäude einfügen. Bürobauten sind im Allgemeinen Rastergebäude mit im Vergleich zu Wohnungsbauten hohen Geschosshöhen. Solche Wohneinheiten kommen mit der Tiefe gut zurecht und auch die gerade gerasterte Fassade kann einfach adaptiert werden. Die Forschungsarbeit wird anhand von gängigen Rastertypen aufzeigen, wie sich diese Gebäude im Wohnraum umnutzen lassen. Und durch die flexible Nutzung der Büroraster im Rahmen von Mikroapartments kann auch den Bedürfnissen weiterer Nutzergruppen Rechnung getragen werden. Diese Flexibilität kann auch kurzfristig genutzt werden, um den innerhalb des Lebenszyklus wechselnden Anforderungen der Menschen nach bezahlbarem innenstädtischen Wohnraum in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen. Ziel ist es, einen Katalog zusammenzufassen, der die Umnutzbarkeit verschiedener Rasterbauten darlegt und diese in einem allgemeingültigen Typenverzeichnis vorstellt. Dies würde zum einen den Bestand an alten Gewerbebauten weiter nutzbar machen, Stichwort graue Energie. Zum anderen eine heute aktuelle Wohnform mit den demografischen Perspektiven in Einklang bringen. Darüber hinaus wird durch das Bauen im Bestand bestehende versorgungstechnische wie auch soziale Infrastrukturen belebt und weiter genutzt. Der Typenkatalog soll zur Detaillierung entschuldigen Sie bitte, Darstellung der Methoden einer Umsetzbarkeit für Bürobauten zu Mikroapartments dienen. Dadurch soll auch eine vereinfachte Bewertung von Bestandsgebäuden im Hinblick auf eine Umnutzung für urbanes Wohnen erzielt werden. Vielen Dank.